Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Viele von euch werden das vielleicht auch kennen. Ihr habt eure Werkbank gerade mit sämtlichen Utensilien für euer Projekt gerade parat stehen. Ihr müsst gerade aber irgendetwas zusätzlich noch auf den Tisch stellen, sei es jetzt euer Projekt oder sonstiges. Und das ganze Zeug steht dann einfach im Weg. Wie es in den meisten Fällen ist, man stellt das irgendwo beiseite, so dass man in dem Moment Platz hat und dann braucht man das wieder. Ich habe mir schon häufig so den Gedanken gemacht, wenn du das jetzt irgendwie einfach auch zusätzlich mit an die French-Gliedwand abstellen könntest, so hättest du Platz auf der Werkbank und hättest es dennoch in Griffnähe. Und warum da nicht einfach irgendein kleines Regal konstruieren, so dass man das bequem darauf abstellen kann? Und was für mich immer so das Wichtigste war, gerade wenn man so Leimreste hat und so weiter, dann hat man in den meisten Fällen auch so ein kleines Eimerchen mit einem Lappen oder mit so einem Schwamm dastehen. Und da ist natürlich auch immer wieder die Gefahr, dass man das runterschmeißt. Und in meisten Fällen steht da auch so ein Teil bei mir rum und ich stelle es dann irgendwo auch beiseite, so dass ich wirklich nicht Gefahr laufe, das umzustoßen. Und daher kam eigentlich auch die Idee, wir bauen uns ein kleines Regal oder Regale, wo man das ganz bequem hinstellen kann, wo man auch nicht Gefahr läuft, das runterzuwerfen. Und gerade bei der Planung, bei der Überlegung, sagte ich mir, ach, das ist doch eigentlich auch ganz praktisch. Wenn du jetzt nicht mal irgendetwas an Werkzeug dort reinstellst, kannst du zur Not immer noch den Stöpselkopf reinstellen. Ist jetzt für mich jetzt auch persönlich sehr interessant, weil man den Stöpselkopf dann einfach mal wieder häufiger im Bild hat. Und ja, mal sehen. Könnte man glatt sagen, das wäre jetzt gestellt. So, aber ich habe mir auch gesagt, wir wollen jetzt nicht groß wieder irgendwie ganze Platten zersägen, um jetzt dieses kleine Regal zu bauen. Daher habe ich mir jetzt ganz einfach mal meine Restekiste geschnappt und da sind ja auch so kleine Platten schon dabei. Naja, okay, Winkel werde ich jetzt weniger brauchen. Aber so ein paar Kleinigkeiten, die man jetzt hier irgendwie auch als Rand nehmen kann, dass nichts runterfällt. Also wir werden das Ganze wieder einfach aus Reststücken bauen. Und ich bin jetzt gerade mal gespannt, ob wir das jetzt einfach so hinkonstruieren können, ohne das Ganze jetzt groß irgendwie komplett durchzukonstruieren, dass es jetzt da einen Winkel hat, da irgendwie noch eine Arretierung und sonstiges. Das soll ganz schlicht sein, es soll ein Regal sein, was jetzt vielleicht eine Führung hat, dass das nicht irgendwie was runterfällt oder so. Ich glaube, wir bauen uns ganz einfach simple Regale mit einem Rand. Und das aus Reststücken. Und wir passen das, glaube ich, jetzt auch schätzungsweise ganz einfach mal an den Eimer und den Stöpselkopf an, so dass wir da, glaube ich, die größte nutzbare Fläche haben. Für mich die sinnvollste Fläche. Na ja, dann mal los. Und jetzt muss ich erstmal wieder Platz machen. We'll be right back.
So, da kann es jetzt endlich ans Aufhängen gehen. Ich bin jetzt schon total gespannt, obwohl das jetzt nicht mehr wirklich das große Highlight ist. Aber ich bin jetzt ganz glücklich, das endlich mal gebaut zu haben. Sie sind schlicht konstruiert. Ihr habt jetzt auch gerade in dem Bauvideo gesehen, ich habe jetzt hier einfach ein großes gebaut, was ich dann einfach nur halbiert habe. Und so habe ich dann auch gleich zwei gemacht. Finde ich ganz praktisch, weil so hat man die gleichen Maße und braucht jetzt nicht groß viel rumrechnen oder anzeichnen, anreißen. Und so hat man jetzt ganz einfach zwei schlichte Regale. So, ich denke auch, das erste hängen wir jetzt einfach mal bequem hierher. So, und stellen auch gleich den Stöpselkopf drauf, so damit wir sehen, ach wunderbar, lässt sich komplett drehen, so dass ich ihn wirklich auch ausrichten kann, wie ich ihn brauche. Astrein! Und das Prinzip ist, glaube ich, auch klar, dass das echt nur ein kleines, simples Regal ist. Astrein! Wo man immer wieder mal bequem etwas abstellen kann, was man vielleicht gerade nicht braucht. Die Lötlampe zum Beispiel ist mir jetzt auch so ins Auge gefallen, weil die brauche ich jetzt gerade momentan sehr häufig. Das werdet ihr ja auch zukünftig noch in anderen Projekten sehen. Und daher ist das auch praktisch, den hier abstellen zu können, weil der nämlich ja auch gerade immer vorne dann so heiß ist. Und da kommt man ja gerne mal mit dem Arm, mit der Hand irgendwie ran. Und so hat man den wirklich auch weit weg, so dass man sich nicht dran verbrennen kann. Und wie ich finde, ein absolut genialer Halter, ist schnell gebaut, einfach gebaut, aus Reststücken in meinem Fall auch noch dazu. Und ich glaube, jeder hat mal die kurzen 5 bis 10 Minuten Zeit, mal um so etwas zu konstruieren, zu bauen. Gerade wenn man da irgendwie echt mal die zweite Hand wieder braucht und irgendwas in der Hand gerade hat, kann man das einfach mal bequem da drin ablegen. Sei es jetzt nun sein Wischeimer, der Brenner, eine Leimzwinge. Eine Kaffeetasse, obwohl eine Kaffeetasse, dafür habe ich meinen Kaffeetassenhalter. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Man hat ja immer gerne mal etwas in der Hand, was man jetzt vielleicht mal schnell irgendwo ablegen muss. Und daher finde ich diese Halter sehr praktisch. In meinem Fall ist das jetzt auch gerade praktisch für den Stöpselkopf, dass ich ihn jetzt einfach mal wieder häufiger ins Bild holen kann. Aber jetzt gerade, um irgendetwas mal schnell abzulegen, absolut empfehlenswert und absolut genial. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal recht herzlich für euer Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen für diesen Halter oder irgendeinen anderen French Cleat Halter habt, ja, was ja nicht gerade wenig sind, dann schreibt mir das ganz einfach unten in die Kommentare. Ich lese mir das immer wieder gerne durch. Und vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Einfälle, was man noch als French Cleat Halter bauen könnte. Falls ihr jetzt auch noch irgendwelche French Cleat Halter in eurem Besitz habt, die ihr jetzt vielleicht noch nicht irgendwo anders gesehen habt, schreibt mir das ebenfalls mal in die Kommentare. Vielleicht seht ihr den ja auch schon in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Stöpselkopf-Projekt wieder. Macht's schön gut. Bis dann. Ciao.